Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Hier auf dem Schrottplatz bei Auto Heaven. Mit dabei ist der nette, sympathische Onkel. Ja, wo komme ich denn jetzt auf die Ehre? Oh, da wurde es wegen Typ. Und ich habe hier auch gleich einen Haken. Und jetzt werde ich mal versuchen, jetzt wirklich schon mal krassiv auf die Haken zu gehen. Ja, mach mal gewählt deinen Job hier. Wofür bezahle ich dich? So. Da ist ein Generator. Oh, der eine ist schon rausgeflogen. Ein schöner DC. Ach Mann. Also dieses Perk Leichtgewicht finde ich echt cool, das mit einer Sekunde weniger sichtbar. Ja, das ist echt nice. Ich hatte das mit den 3 Sekunden, also ich hatte das schon grün gehabt. Oder ich hab sie grün, ich hab das benutzt, ich habe. Was ist eigentlich dein zweites Perk? Ja, das mit den Haken sabotieren. Okay. So, Nummer 1 Haken weg. Ich bin der Haken-Saboteurer, macht ihr mal eure Generatoren. Ja, ich bin dabei. Ich bin der Haken-Saboteurer. Fuck, 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 fuck! Boah, wie hat er mich gesehen, der Wichser? Was ist denn nur los hier? Aua, da komm mal. Boah, wie die Musik ständig umschwingt. Das geht mir auch gerade auf den Sack. Ich freue mich auch schon, wenn ich einen Saboteur habe. Jetzt hätte ich aber gerne mal eine Heilung, wenn ich... Wenn ich dich finde, mache ich das sofort. Hast du gerade den Haken gemacht, Edwin? Nein. Warte mal, bist du da gerade irgendwo am Haken vorbeigelaufen? Keine Ahnung, ich bin gerade auf Angsttour. Siehst du hier irgendwie so ein Auto oder sowas? Warte mal kurz. Ach, verpiss dich doch! Warum erwischt denn der immer mich, ey? Was ist denn los? Hier habe ich eine Aura, die so strahlt oder was? Kann doch nicht wahr sein, ey. Ich häng am Haken, ey. Hallo? Ich komme sofort. Der ist weg. Hier ist keiner. Ja, ich bin hier gleich fertig mit dem Generator. Ernsthaft, du bist am anderen Ende der Map. Hallo. Ja, ich... Kannst du noch später weiter machen? Der ist auch jetzt fertig. Danke, Onkel. Weil du mich gehetzt hast. Das ist jetzt verkackt, oder? Ja. Ah, er ist wieder hier in der Nähe. Verdammt. Die ganze Zeit war er weg, Junge. Mando. Mando. Doch, vorsichtig auch nicht. Oh Mann. Sinnlos, ich verkack das Generator und geh da drauf. Oh Mann. Was ist los mit dir? Ja, du hast mich abgelenkt. Ja, natürlich. Oh, du bist doch im Keller. Er kommt zu dir oder zu mir, weiß ich nicht. Der ist zu blöd, sich zu entscheiden, der Wichser.
Ja, sicher, komm doch zu dem. Ich hänge hier bloß da und mache mir meinen letzten Zeigefinger kaputt. Ja, ich bin tot. So ein Scheißer, ey. Wahnsinn. Kann doch wohl nicht wahr sein. Seitdem ich den Saboteurscheiß hab, verrecke ich jetzt aber ganz schnell. Warum die mich überhaupt sehen, ey? Du kannst auch zwei Perks reinmachen. Warum? Hab ich doch. Ja, vielleicht hast du eine falsche Kombination oder sowas. Was? Ja, guck mich nicht blöd an, hilf mir. Der lässt mich echt jetzt verrecken, der Penner. Oh. Ach Mann, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab verrückt zweimal aneinander, hab keinen Bock mehr. Alles Onkels Schuld. Aber wirklich. Was? Warum meine? Ich hätte jetzt in Ruhe den Generator gemacht. Na, hättest du doch einfach den Generator von Anfang an sein lassen und hergekommen. Der war weg, der war Stunden weg. Hättest du einfach zu mir rennen müssen, mich abhängen müssen. Nein. Da muss warum sagst du nicht, dass er weg ist? Hab ich doch. Ey, Alter. Ich hab Videobeweis, ja. Ah, 5000. Sehr schön. Ja, und er was macht er jetzt hier? Ja. Ja, schauen rein, wir mal. Da oben. Mann. Ich probiere jetzt noch einmal den Saboteur. Wenn der mich jetzt noch mal irgendwo hinter einem Baum sieht, wo ich mich normalerweise immer verstecke. Wo der mich nicht gesehen hat. Ich bin da ja schon ein richtiger Pro im hinteren Baum verstecken. Weißt du? Und wenn er mich da nochmal entdeckt, dann tue ich dieses Perk wieder raus, ey. So zu dumm. Boah, der hat einen Schiss, ey. Jo. Auf der anderen Seite aber auch wieder gut, ne? Hm. Was macht der denn? Komm, mach den Haken da. Ja, super. Mann, ist das spannend. Das ist wieder mal so ein Spieler, wo man sich denkt, wie kam der auf das Level? Ey? Wahrscheinlich genau so. Flackert bei dir unten bei dir das Wappen auch so? Das eine Symbol. Ja, die Feder, ne? Ja, bei mir auch. Ja. Die flackert ganz komisch. Warum läuft er nicht zum zu? Ja, mach den Generator, der ist hier fast fertig. Oh.
Ich glaube, da ist auch gerade darauf aus, die Klappe zu finden. Links, da ist die Klappe. Ja, noch ein Stückchen, genau. Jetzt geradeaus, durch. Und jetzt soll er einmal ums Haus rumlaufen. Wird aber nicht machen. Puh. Oh, er geht zurück. Mein Gott, wenn dieser kleine Herzschlag ist, kannst du ruhig weiterlaufen. Okay, jetzt muss ich auch langsam ängstlich werden. Ach Mann. Noch ein Stückchen nach vorne, da müsste die Klappe sein. In die Schränke nach der Keller. Bam, 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 bam. Im Endeffekt erwischt er. Du Trottel, der guckt im Haus in die Schränke nach. Und wo guckst du denn hin? Hast du die Kopfhörer falsch rüber? Fahr ich auch manchmal. Was ist denn? Weiß. Ich dachte, er rennt jetzt zu ihm und erwischt ihn. Ja, mein Gott. Ich hab den nicht gesehen, den Killer. Boah, da hängt die ganze Zeit an dem scheiß Rad. Na gut, er will noch vielleicht Punkte farmen. Und tschüss. Ja gut, so macht man die Punkte extrem schnell hoch. Das ist halt langweilig für uns. Ja. Und halt, ich bin ehrlich, ich zocke halt auch ohne aufzunehmen. Und da mache ich das halt auch. Da verbringe ich halt mal so meine 5-6 Minuten da unten drinne. Geh damit 3000 Punkte raus und ja, das ist doch ideal. 3000 Punkte würde ich mich da 5 Minuten reinsetzen. Könnte auch ein bisschen weniger sein, weiß ich nicht. Eine Minute, 2 Minuten, 3 Minuten. Sagen wir es mal so, mir kommt es lange vor. Weil nach der Zeit hast du hier eine Melodie, die dich irre macht, die dich verrückt macht. Und da vergisst man halt sehr, sehr, sehr schnell die Zeit. Die Raben kreisen um dich. Richtig. Also ich mache jetzt noch die 15 Minuten voll circa. Und dann, wenn er nichts gemacht hat, machen wir. Okay. Vollidiot! Vollidiot! Einfach nur riesengroßer Vollidiot! Wegen den paar Punkten! Der sich jetzt gleich wieder vermasselt hat, dieser Vollidiot. Ah, oh, ich reg das auf. Ja gut, Freunde. Schnelles Ende. Es war gerecht, es war gerecht. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao dann. Tschüss. So, meine lieben Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wieder am Start, der Sergeant Müller. Moinsens. Und wir sind wieder auf der Flucht von dem Killer und ich gehe mal zum Hake und der Killer. Nein. Der Motorsägen, der hat den erst schon wieder. Und wetten, der hängt ihn gerade an den Haken. Nee, der ist sofort rausgegangen. Was ist das denn? Ja, weil er gleich erwischt worden ist, ne? Möchtest du und er hat den nächsten.
Das war jetzt auch mies. Mein Herz herrlich. Oh, es leckt. Der hängt bei dem rum. So. Der Generator ist gleich fertig. Wow. Dann ist es wieder zurückgeholt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Haken? Ja, ey, da ist gerade wieder einer am Haken. Der ist aber tot. So. Ficken! Nein! Jetzt ruckelt das Spiel wieder. Ich glaube es nicht. Was ist denn los hier? Ach, das ist doch scheiße. Warum ruckelt denn immer das Spiel, wenn der mich jagt? Gute Frage, nächste Frage, würde ich mal sagen, ne? Ach komm. Da bringe ich mich in den Keller und ich kann... Na, ich hab vergessen zu wählen. Ach, verdammt! So, ich werde dieses Perk raus tun mit diesem Haken-Scheiß. Da geht aber auf jeden Fall von mir weg. Sicher? Was sicher? Da ist schon seine Melodie jetzt wieder. Jetzt ist er gerade unten gewesen, jetzt geht er wieder hoch. Er macht den Generator. Natürlich. Ja, wenn du sagst, der ist wieder bei dir. Ich kill mich, komm, ich kill mich. Warum? Ah, ich weiß, ich keinen Bock habe, hier stundenlang rumzählen. Ist aber nicht nett von dir. Warum? Wenn ihr euer Einzelspiel macht, kann ich es doch auch machen. So. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr schnelle Runde. Yep, glaube ich auch. Zack. Okay. Ja, siehst du, ne? Selbst der da am Haken hängt, der sorgt dafür, dass es euch gut geht. Ah ja. Das Problem ist aber, der Onkel hat einfach seinen Job nicht gemacht. Die Haken ich hab doch meinen Job gemacht. Ich hab die Haken gemacht. Und wenn er mich aber dabei erwischt, kann ich auch nichts dafür. Ja, okay. Ich glaube, das ist die kürzeste Runde, die wir jemals hatten, ne? Ja. Guck mal den Killer an, der ist ja schon Level 7 und ach nein, der hat jetzt sowieso Ahnung, was er macht. Monströser Schreien. Erhöht die Schwierigkeit für Fluchtversuche. Ja. Unerbitterlich. Erhöhtes Strafmaß für misslungene Fluchtversuche. Was? Der hatte auf jeden Fall Ahnung gehabt. Herbes Rauschen schaltet Potenzial der eigenen Aura lässig für die Auren der Überlebenden werden dir angezeigt für die Dauer von 6 Sekunden, wenn die Ausgangsdauer von okay, das wäre natürlich krass gewesen. Tüftler Add-ons, die Aufladedauer deiner Kraft betreffen, sind 15% effektiver. Leck mich am Arsch. Ja, wir gehen hier mit solchen Popelsachen rum. Ja. Und ja. Ja, meine lieben Freunde, würde ich sagen, vielen Dank und fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Kill. Ciao, Sen.